Wie hast du diesen verdammten Ort überhaupt gefunden? Wir müssen dem Soramak daraus für den freigeräumten Weg danken. Nach dem Tod lösen sich die Drachenältesten im Miasma auf. Und die gesammelte Energie in den Adern der Erde wird dann zu Kristall. Und mit der Zeit wurde das zur Heimat der Ältesten? Ja. Allerdings spürte ich in den letzten Jahren einen drastischen Anstieg in der Energie des Landes. Hört sich nicht gut an. Bereite dich vor, mein Freund. Hier stimmt etwas ganz und gar nicht. Es ist im Inneren. Grundgütiger Donnerwetter. Mit der Zeit entstand durch die Bioenergie der Drachenältesten dies. Nicht einmal ich hätte derartige Ausmaße erwartet. Zu rein. Was ist dieses Ding wirklich? Schaffst das? Ich bringe ihn in Sicherheit, während du unseren neuen Freund hier entschachelst. Lass ihn nicht aus dem Nest und dann keinen Umständen. Ich hole Verstärkung. Tu einfach, was nötig ist. So, Leute, das war's schon. Das habt ihr leider verpasst. Das habt ihr jetzt nachgesehen, weil ihr habt es verpasst. Denn ich habe versucht, dagegen anzukämpfen, aber es hat mich besiegt. Und ich wollte jetzt nicht die Stunde hochladen, damit ihr meine Niederlage seht. Wie ihr sehen könnt, sind wir Stufe 15 jetzt und haben eine Spielzeit von fast 100 Stunden. Also das Spiel ist echt zeitaufwendig. Das ist echt ziemlich zeitaufwendig. Aber wir werden sehen. Ich werde mir natürlich die Platin-Trophäe versuchen zu gönnen. Denn man gönnt sich ja sonst nichts. Und wir werden jetzt auch direkt dagegen kämpfen. Okay. Wir kamen jetzt irgendwie wieder in das falsche Menü. So. Monster Hunter World. Und direkt, Leute, hier stellen wir uns direkt eine Jagdgruppe. Dann geht es schon auf in den Kampf. Wir sehen immer noch total Oberhammer aus. Und wir wissen auch nicht, wie das Monster heißt, Leute. Es ist ein Fragezeichen-Monster. So wie Fragezeichen Ratian, aber... Bei Fragezeichen Ratian wussten wir ja, dass es ein Ratian ist. Leute, ich habe mich schon vorbereitet. Ich habe die Koffer gepackt, die Taschen gepackt.
Wir können direkt aufbrechen, damit die Zeit uns schon mal gespart bleibt. Ich hatte ihn fast down, Leute. Ich hatte sogar seinen Schwanz abgeschnitten. Und dann wollte ich seinen Schwanz ausweiden, weil ich nicht widerstehen konnte mit meinem letzten Leben. Und dann kam der und zack, war ich tot. Ich habe mich so aufgeregt. Aber heute habe ich wieder Lust, mich mit ihm anzulegen. Die müssen irgendwas gegen diese Ladezeit machen. Ehrlich. Hallo, Pugi. Die streicheln wir noch, bevor wir gehen. La 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 la. Ding. Yay. So, auf in die neue Quest. Und die ist schon Jägerrang 9. Also Stufe 9, Leute. Stufe 9. So. Ich versuche kein einziges Mal zu sterben. Und wir werden auch herausfinden, was für einen Namen es denn trägt. Könnte sein, dass das der Endgegner ist. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Gibt aber immer noch außerhalb von ihm Monster, die wir nicht gesehen haben. Dass ihr darüber im Klaren seid. Oh. Und hier sind wir. Der Ort der Bündelung. Das wo ist der die Ort, von dem uns Kantine? Der Admiral erzählt hat. Bei der Flugstation dort drüben kannst du dir einen Mernos schnappen. Damit kommst du ans andere Flussufer. So. Gehen wir uns hier direkt mal irgendwas krasses, saftiges. Was gönnen wir uns? Mega Panzerhaut. Klingt auch ziemlich fett. So, jetzt aber. Gib uns hier Buff Nummer 3. Ja, los. Der schießt ihn so mit Laserstrahlen. Oh mein Gott. Ich versuche mir direkt natürlich. Da, da, da. Er hat was fallen lassen. Leute, unbekanntes Material. Unbekannte Membran. Nein, nein, nein. Seht ihr, er schießt hier mit Laserstrahlen, Leute. Der Wahnsinn. Ich glaube, reiten kann man das Vieh auch nicht. Vital-Wespe. Das ist keine Vital-Wespe. Das macht der. Ey! Der hat genau abgestimmt. Wo ich hingehen werde. Ich treffe sein Gesicht nicht. Hey, jetzt guck mich doch mal an hier. Blamier mich nicht. Zack. Heute wird es nicht so laufen wie gestern. Und vielleicht doch. Ich hoffe nicht.
Hi. Oh Mann, nein, ich bin verwirrt. Ich bin betäubt, meine ich. Spring. So, seht ihr es, Leute? Ich habe jetzt eigentlich diese Mega-Panzer-Glas-Sache gehabt. Aber das scheint dir nicht zu interessieren. In mein Gesicht mit seinem Energiestrahl. Wie viel Pech kann man nur haben? Ey, was ist was? Er steht doch auf. Mensch. Der legt mich jetzt schon auf. Das mit dem Laserstrahl wird später noch ein Problem darstellen. Ungefähr jetzt auch schon. Das ist so ein heftiger Dude. Also sehr wahrscheinlich der Endboss. Der einzige Vorteil, den wir haben, Leute, er ist groß. Und selbst das reicht uns nicht. Ich wäre noch beinahe reingegangen. Ey, das ist so ein krasses Vieh. Noch kurz hier anzubringen. Squishy, nein! Ey, dein Frontalbeckenstoß, das stört. So, nur noch 3 Tränke. 3 Megatränke. Nein. Ich dachte, das trifft uns so. Ach nein. So. Ey, chill. Ich meine, er ist wütend. Oh, ich meine, das ist sehr wichtig. Kehrtwende. Ey. Und jetzt sinkt er noch in den Boden, Leute. Und dann explodiert's. So. Was will man dazu sagen?
Ernsthaft? Hey, bleibst du mal ruhig? Miese Ratte. Ey, oh mein Gott, Leute, seht ihr das? Der ist so heftig. Der ist so heftig. Ey, Mann, ich hasse den. Er ist so ein Trank, so ein Lebenstrank. Ne, das ist mies. Ich hätte den Trank benutzen sollen. Ey, ich kann auch nichts essen. Weil wir nicht so lange ausgehalten haben. So. Der miese, Leute. Egal. Er liegt auf dem Boden, Leute. Oh Mist, das trifft mich. Ich hab's gesagt. Ich könnte auch jetzt den uralten Trank benutzen, Leute, aber ich schäbe mir auf, falls ich nochmal draufgehen sollte. Ich muss doch auch mal müde werden, oder? Knapptimer. Yeah. Er macht wieder seine Special Moves hier. Immer schön auf Abstand bleiben, Leute. Und falls ihr eine Gelegenheit seht, nicht so wie ich. Ja, da ist er. Und da ist er weg. Was? Komm auf den Boden der Tatsachen zurück hier. Ja, ich will. Hier ist kein Flugzeug. Oh. Der Spaß fängt gerade erst an, Leute. Jetzt kommen wir zu einer meiner Hassstellen, die ich beim ersten Mal hatte. Wie kann es sein, dass du mich durch einen Stein triffst? Sei mal ehrlich. Und Steine sind aber unsere Lebensrettung.
seht ihr, Leute? Der Schein hat uns alles gerettet. Wir haben ihn anscheinend mit einem Flügel gebrochen. Boah, Leute, diese... Hey, nein, die Sicht haben wir schon. Flieh! Ey. Leute, zieht euch rein, was der jetzt hier für einen krassen Mut abzieht. Zack! Ich meine, wo sind wir denn hier? Stirb einfach. Und da haben wir seinen Schweif, Leute. Diesmal werde ich nicht notgeil sein. Ei, ich darf nicht sterben. Ei. Oh. Ei. Oh shit, Leute, ey, das hätte uns nicht getroffen. Oh, mein Herz. Oh. Jetzt essen wir einfach sowas. Angriff hoch, Verteidigung hoch. Wir holen Verteidigung hoch. Ich glaube, der hat nicht mal irgendwelche Stärken außer Drache. Und wir nehmen einfach das hier jetzt. Ja, ich wollte X drücken. So. Das nehmen wir. Und hoffen auf das Beste, Leute. Auf das Beste. Oh Mann, Leute. Oh Mann. So. Den nehmen wir. Zack. Mein letztes Leben. Mal zwei. Also das zweite Mal. Diesmal war ich echt. Ich bin zu nervös am Ende, wenn er seinen Special Move macht, wenn ich schon reinkomme hier. Kumisa. Mach nicht. Wo ist denn der Schweif? Noch höher. Das ist ein Schwein. Ey, dann mach doch nicht dein Special Move. Ei, heiß. Thank you.
Oh, schnell, 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 schnell. Oh. So, jetzt einfach mal. Spring hinter den Schein. Oh, jetzt kommt der andere. Mach's nicht kaputt. Nein. Er hat unsere beste Defense zerstört. Das ist heiß. Das ist heiß. Das ist sehr heiß. Ey, das ist auch heiß. Ey, 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 du hast deinen Laser aufgeladen. Ich hab's gesehen. Leute, habt ihr das gesehen? Sind wir nicht krass? So. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Hallo? Ja, komm, beweg dich. Nein, nein, nein. Ey, schnell, 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 schnell. Ey, mach! Beweg dich bitte! Oh. Zeig ein bisschen Respekt, wenn ich vorbeikomme. So. Nein, nein, nein. Ey, das ist so mies. Ey, bitte! Miese Ratte. Oh, ich hab sein Gesicht getroffen. Zack! Ey, hätte er das jetzt auch kaputt gemacht. Ey! Leute, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Was macht der? Irgendeinen krassen Move. Bitte mach nicht deinen Energiestoß. Ich glaube, das ist. Ich hoffe, das trifft mich hier nicht. Ich meine, das trifft mich hier. Hä, du bist so ein mieser Peter. Zack. 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 Habe ich dein Hinterbein angegriffen.
Wir müssen auf jeden Fall unsere Klinge schärfen. Ei, ei, ei. Lauf, 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 lauf. So, was ist hier? Zack. Zack. Ey, mach keinen Seitenschritt. So. Oh, oh, Leute. Oh, Leute. Ich hab gerade alles in Zeitlupe gesehen. Oh, oh, oh. Was? Hey! Oh ja, oh ja. Jawohl. Wir haben die Teile gebrochen, Leute. Das war sein Horn vorne. Wo ist eigentlich sein Schwanz? Da. Okay. Nein. Dahin. Wir dürfen das nicht aus den Augen verlieren. Es läuft ja auch noch dadurch gleich. Zack. 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 Oh ja, Leute. Nicht gut, nicht gut. Treff. Jawohl. Wenn er hochfliegt, müssen wir direkt weg, Leute. Direkt zu sein. Schwanz. Nein, 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 es kommt hin, es kommt hin. Leute, soll ich schnell? Soll ich? Aha. Ey, ich kann nochmal. Weg, 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 weg! Den Sturz an. Ey, der ist so heftig unterwegs. Schnell, schnell. Haha. Haha, haha. Wir haben's ausgenommen. Zack. Auf dein Ohr. Nee. Oh, bitte, bitte mach. Nein, 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 nein. Aha. So, zack. Und auch hier die Flügel. Hör auf zu fliegen, komm runter. Ehrlich, komm.
das ist okay, das so Frontalstoß. Oh Leute. Oh Leute. Oh, hier ist kein Durchgang. Unbekannt Material nehme ich. Hat sich gelohnt für den Millimeter. Komm runter hier. Früher oder später musst du sterben. Also stirb durch meine Hand. Gar nichts. Ist mal gut hier. Ah, diesmal nicht, mein Freund. Diesmal nicht. Ja, habe ich kommen sehen. Dass ich hier nach außen ausgewichen bin. Ich hab nicht mal Zeit, meine Waffe zu schärfen. Oh, ey, 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 oh. Bleib nicht. Ja, hast du gedacht, ne? So, bei der Durchgang hätte ich gedacht. Hä? Ey, ey, ey! So Leute, seht euch seinen Puls an. Hör auf mich anzuschreien hier. Nein. Ei. Ja, dann trink halt einen Megatrank, ist mir egal. Solange der jetzt endlich mal verreckt. Wirst du nicht müde, mein Freund? Er hat wieder seinen Heil. Laserschrei. Oh. Und du bist gleich tot. Ich riech es. So, Teile gebrochen. Das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Oh, das war sehr gut.
Oh nein, ich habe Angst bekommen. Mit deinem nicht vorhandenen Schweif kannst du uns nichts tun. Ja, stirb endlich. Leute, ich weiß nicht, wie lange es noch dauert. Wenn es nach mir ginge, wäre es schon vorbei. Oh, ey, ey, ey. Aufpassen. Ey. Jetzt macht er seinen super, duper Flammenwurf. Nein, 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 nein. Oha. Hey. Ja, frontal brauchst du mich nicht angucken. Hier, dafür kriegst du... ein bisschen. Nein! Kurz bevor unser Kinesek da war, dreht er seinen Kopf weg. Ja! Ja! Oh, Leute! Ey, ja! Ey, was? Ich dachte auf einmal, wir wären tot. Ey. Ey, können wir den... Ah, ja. Ey, ja, Leute. Was ging mit dem? Was war mit dem falsch? So, unbekannt Klaue. Unbekannt Panzer. Unbekannt Klaue. Gib mir so einen Edelstein. Rubin. Boah, wie viel der. Der droppt schon viel. Oh, du Mieser. Du Mieser. Oh, der sieht so geil aus. Oh. Leute, wir haben es geschafft. Endlich. Hier können wir gerade unsere Waffe ein bisschen. Tschatschenka hier. So. Ey, was ein heftiger Kampf. Was ein heftiger Kampf, Leute. Der ist zu geil. Der ist auf jeden Fall zu geil. Leute, der Part geht auf jeden Fall 50 Minuten, eine Stunde. Ey. Ey. Kurz mal ausruhen. Ey, was? Oh, wir haben es geschafft, Leute. Oh. Warum ein Fragezeichen? Hey, viermal Panzer noch von unserem Palico. Puh. Ah, muss ich auch. Ja, nice. Wir haben sehr viel freigeschaltet, Leute. Wir können unsere Rüstung mehr verbessern. Wir können irgendwie Farbteile anpassen. Aber was da am Ende passiert, Leute? Erwartet uns jetzt noch eine Cutscene. Ups, wir wissen es nicht. Aber wir werden es herausfinden. Oh. Ich bin so froh, dass ich den jetzt geschafft habe. Jetzt muss er natürlich noch so mindestens 50 Mal besiegt werden. Allein aus Protest. Was ist los mit dir? Alles, was du machst, ist schlafen und runterfallen. Also, wie großartig warst du da unten? Zu großartig? Ja. Ah, ausgeschlafen. Dank euch ist die Arbeit der Forschungskommission abgeschlossen.
Ich habe ein Schiff vorausgeschickt, um der Gilde Bericht zu erstatten. Sobald sie unsere Erkenntnisse bestätigen, werden wir abgelöst. Ich möchte euch alle hier für eure harte Arbeit loben. Und jetzt, lasst uns feiern! Zum Bankett! Nun, wir haben es geschafft. Weißt du, nach unserer Bruchlandung habe ich mich gefragt, ob ich mich richtig entschieden habe. Aber die neue Welt war genau das Abenteuer, das ich mir gewünscht hatte. Oh, sie ist wohl auf. Ich sage nur kurz Hallo. Komm. Squishy. Darf ich? Ohne dich wäre ich vielleicht nicht mehr am Leben. Vielen Dank. Du scheinst ja eine ziemlich exzentrische Gruppe zu haben. Aber alle sind talentiert, einzigartig, ehrgeizig. Ihr alle wirkt eigensinnig, stur. Aber wenn es darauf ankommt, schließt ihr euch zusammen und werdet zu einer ernstzunehmenden Truppe. Es gibt sicher keine Prüfung, die ihr gemeinsam nicht bestehen könntet. Ein Monster, das in Bioenergie ausgebrütet wurde. So nah, aber doch so gut verborgen. Vielleicht lockte es die Ältesten anfangs hierher, um sein Verlangen nach Energie zu stillen. Das könnte stimmen. Vielleicht hat es eine Art Pheromon oder sowas benutzt. Mit der Zeit wurde das Land reich an Nährstoffen. Der perfekte Ort für zähe Monster. Das große Angebot an Energie muss der Grund sein, warum es zur Heimat der Ältesten wurde. Zum Glück hast du das Ding aufgehalten. Wäre schlimm, wenn es sein Nest verlassen hätte. Na dann, ein dreifaches Hoch auf dich. Nein, du solltest ihn behalten. Alle mal herhören. Wir haben eine Nachricht von der Gilde erhalten. Die Gilde lobt euch für eure engagierte Forschung der Ältestenwanderung. Aufgrund eurer Forschung bestätigen wir die von euch entdeckte neue Spezies der Drachenältesten. Ihm wurde ein offizieller Name gegeben. Xenojiva. Damit ist euer Auftrag für die Forschungskommission abgeschlossen. Wir danken euch noch einmal für eure Dienste. Es steht euch nun frei, heimzukehren. Allerdings, die Präsenz der Kommission in der neuen Welt könnte für die Gilde noch von Vorteil sein. Wir möchten euch bitten, eure Arbeit dort fortzusetzen, wenn ihr dazu bereit seid. Ihr habt's gehört. Wenn wir beschließen, hier zu bleiben und weiter zu forschen, warten sicher Widrigkeiten auf uns. Gefahren. Das wollt ihr nicht, oder? Wovon reden Sie da? Natürlich wollen wir das. Hey, bleiben wir hier. Wir schaffen das. Ja, wir wollen es. Wir sagen ja, das kann man da nicht bleiben. Na schön. Kommission, willkommen in eurer neuen Heimat. Ja! Ich sollte etwas zunehmen. Das wird ganz schön harte Arbeit. Monster Hunter World. Oh Leute, das war zu geil. Das hat so viel Spaß gemacht, die ganzen kleinen Details. Das Essen, ey, das war super, das Essen. Ich habe jedes Mal Hunger bekommen, wenn ich was gegessen habe. Die Palikos, die euch auf eurer Reise begleiten. Die Grafik, die Monster, die Aufregung, das Herzklopfen. Das gehört alles dazu, Leute. Das Farmen. Nach 100 Stunden hab ich's endlich hinter mir, Leute. Und es war ziemlich geil.
Und ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen und schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch hat das genauso gut gefallen wie mir. Also, falls es euer Interesse geweckt hat, kauft euch das Spiel, zockt es selber durch. Denn das hier ist erst der Anfang. Ja. Das Ende ist erst der Anfang sozusagen. Wir müssen uns mindestens bis auf Jägerrang 100 durchschlagen, um die Trophäe zu erhalten. Und noch vieles mehr, bis wir die Platin-Trophäe erreicht haben. Und das wird zu geil, Leute. Und jedes Monster, gegen was ich noch nicht gekämpft habe, das werde ich hier natürlich zeigen. Und diese ganzen kleinen Tiere, ey, die waren auch super. Du konntest einfach alle fangen. Das ist zu geil. Oh, Leute, ich bin echt... Mal schauen, wie es weitergeht, Leute. Aber bevor ich jetzt über einer Stunde aufnehme, sage ich vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank für die zahlreichen Aufrufe. Lasst auf jeden Fall ein Like und einen Kommentar da, wie ihr es gefunden habt. Das würde mich natürlich sehr freuen. Und falls ihr mehr sehen wollt, natürlich abonniert mich, falls es euch echt gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Part von Monster Hunter World, Leute. Macht's gut und bis dahin, euer Nerophrase.